Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für ein neues DSDS-Video. Ich weiß, ihr liebt es. Ihr habt das letzte Video richtig gehypt. Es hat super viele Klicks bekommen. Ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Ich hoffe, das Video kommt auch super gut bei euch an. Und ja, lasst uns loslegen. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, mein Name ist Tanja Levy. Ich bin ausgebildete und zertifizierte Gesangslehrerin aus Hamburg, lebe und arbeite mit meinem Gesangsstudio in Singapur. Ich bin ausgewandert vor ein paar Jahren und unterrichte jetzt in Asien. Auf meinem Kanal dreht es sich rund um das Thema Singen lernen, Gesangsunterricht, Gesangstutorials, Tipps und Tricks, Gesangsreaktionsvideo. Lass uns loslegen! Super. Just thinking. Ja, tiefer Kick. Just thinking. Von einer Nuance runter, hoch. Just thinking. Habt ihr das gerade gehört? Also die Frau zeigt in den ersten paar Sekunden schon ganz, ganz viel Dynamik. Sie hat luftig angesetzt, dann hat sie mit klarem Stimmansatz ausgesungen. Das heißt, wir haben hier schon ein bisschen was vor uns. Es wird also interessant, sie hat ein ganz tolles Timbre, eine schöne weibliche, dunklere Frauenstimme. Bestimmt auch mit einem größeren Register, muss man jetzt mal gucken, weil Timbre und dann Register, das kann manchmal, ne? Manchmal kann man ein alt, tieferes Register sein, weibliches tieferes Register, Contralto, kann aber durchaus höher kommen. Technisch oder natürlich, ne? Je nachdem. Lass uns mal ein bisschen weiterschauen. Why it's taking me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared, 'cause I've been here. Ja, sie hat eine ganz tolle Artikulation. Ne? Man merkt auch, dass da Power dahinter ist, weil sie hält jeden Ton ziemlich stabil. Man hört aber ein bisschen, also ich höre das auch, dass sie ein ganz kleines bisschen aufgeregt ist, weil es so ein ganz kleines Shaking gibt, ganz dezent nur. Ich höre es, weil es ist mein Job, ne? Aber so ein wirklich, wirklich, das hört aber kein, ich glaube, das hört der Otto-Normalverbraucher nicht. Ne? Sie ist wirklich da sehr... Diese Power, diese Stabilität, das ist das, was du brauchst. Du musst in der Lage sein, die Töne bis zum Ende durchhalten zu können. Und ganz häufig schwächelt das, meistens beim Ende. Nicht immer nur am Anfang, sondern zum Ende hin. Und dann wird es am Ende hin flat. Das heißt, man trifft dann den Ton nicht mehr. Das senkt sich so runter. Aber es ist wie so ein Schiff, das dann runtergeht. Weil man hat den Ton am Anfang, aber dann hat man nicht mehr die Power, das so durchzuhalten. Und das hat sie. Sie hat also diese Stabilität. Lass uns mal nochmal weiter gucken. With every feeling, every word, I've imagined it all. If you never know, did you never try to forgive my past and simply be mine? Oh, da haben wir ein Growling gehört. Also da bringt sie auch nochmal einen neuen Akzent mit rein, mit diesem Growling on top. Ne, was auch schön ist, dazu habe ich auch ganz viele Videos gemacht mit dem Growling. Aber auf jeden Fall Power, ja? Und da hat sie jetzt bei dem Mind, da hat sie jetzt, du kannst entweder auf Mind gehen und du kannst es breit aussingen und einen hellen, poppigen Klang erzeugen. And simply be mine. Oder du kannst ein bisschen mehr Stabilität und ein bisschen mehr Grip haben, Festigkeit. Simply be mine. Hört ihr den Unterschied? Es ist beides natürlich laut. Aber sie hat es auf Mind gemacht, ja. Und das hat ihr ein bisschen mehr... diese Power geben. Simply be mine. Simply be mine. Und das ist als Sänger extrem wichtig, weil das zeigt eben auch, dass du in der Lage bist, eine Wahl zu treffen. Und aber man muss sich mit der Stimme auskennen. Also man muss sein Instrument verstehen und wissen, welche bessere Wahl möchte ich jetzt treffen beim Singen. Was hilft mir? Was klingt besser? Was kann ich auch besser singen? Weiter geht's. Oh, da hat sie den Ton mit dem Growling angesetzt. I dare you to let me be.
und ist dann in so einen twangigeren Sound gegangen. Lass uns dann mal nochmal einmal diese Passage nochmal anhören. Let me be. Ich übertreibe es jetzt ein kleines bisschen, aber das ist halt dieser twangige Sound. Den Ton angesetzt mit Growling. Der Ton ist sehr hoch. Und man kann den natürlich growlen, weil man den dann nicht richtig aussingt. Weil Growling produziert ja gar keinen Ton als solches. Ne? Growling ist ja Stimmbänder, die... So dare you to let me be. Das war ein bisschen übertrieben jetzt. Ne? Aber der Ton ist ziemlich hoch da bei dem Chorus. Das heißt... Sie hat sich da so ein bisschen drum geschlängelt, hat es mit dem Growling gemacht und ist dann in so einen Twang reingegangen. Was auch eine Wahl ist. Das kann man so oder so machen, es klingt ja beides nicht schlecht. Und das ist eigentlich, worauf es ankommt im Grunde. Und natürlich, dass es gesund ist für die Stimme. Sehr schönes Only. Poststimme, klasse. So come on, ja, da habt ihr auch gesehen. Also sie ist dann wieder von ganz viel Power wieder runter, ein bisschen weicher geworden, hat es weicher interpretiert, einen weicheren Ausdruck gehabt und ist dann auch dann nochmal in die Kopfstimme gegangen. Also ich sage es immer wieder und ich sage es hier auch. Facetten, Dynamik, Dynamik, Dynamik. Weil wenn mich dann die Leute fragen, was ist wichtig beim Singen und worauf kommt es an? Es kommt natürlich nicht immer auf die Technik an, es ist ja Quatsch. Es kommt natürlich aufs Gefühl an und auf die Interpretation, weil keiner kauft ja einen Song, weil er technisch so gut ist. Ne? Das ist schon wichtig, dass man das mit Gefühl macht, weil das ist ja die erste Basis, die man ja hat, wenn man durch einen Song kommuniziert und das ist Gefühl. Man baut also ein Gefühl auf mit dem Song. Und aber was sie jetzt natürlich eben macht, ist, dass sie auch noch technisch nochmal versierter arbeitet. Und das gibt dem Ganzen einfach nochmal ein i-Tüpfelchen. Weil es würde jetzt auch nichts bringen, wenn sie jetzt technisch super gut ist, aber sie kann dieses bestimmte Gefühl nicht transportieren. Ne? So, meine Haare sehen schon wieder aus wie beim Dschungelcamp. Ja, wir gucken jetzt mal ein bisschen rein. Mit der Diese Soundeffekte bei dir, da sind auch wieder, also ich finde ja, ich gucke ja die Show nicht mehr, aber ich habe die ja früher verschlungen und sehr geliebt und also als Kind auch die ersten paar Staffeln waren der Oberhammer. Die Angelina hat das super klasse gemacht, also ich glaube, das ist genau das, was ich immer vermitteln will durch die Videos und das ist auch eine gute Kandidatin. Jetzt lass uns mal kurz gucken, wie es weitergeht. Ja, jetzt hat sie gerade erwähnt, dass sie da gar keinen Gesangsunterricht hat. Und da wollte ich ganz kurz auch noch was zu sagen. Und zwar, ich finde es natürlich super, dass sie natürlich auch so ein Talent ist. Und das ist auch klasse. Aber ich glaube, viele interpretieren das auch manchmal so ein bisschen abwertend. Dass man so, ja, Gesangsunterricht. Gesangsunterricht gibt dir ja nur die Hilfe, dass du einfach besser mit deiner Stimme umgehen kannst und dass du Probleme beseitigen kannst und dass du Lösungen findest, ne? Dass du dein Register erweitern kannst. Das bedeutet ja für dich auch als Sänger, eine breitere Auswahl zu haben. Das heißt, du entwickelst dich ja mit deiner Stimme weiter und du bekommst ja auch Wissen über dein eigenes Instrument, was dir hilft, dann auch ein besserer Sänger zu werden. Und daher ist Gesangsunterricht immer gar nicht schlecht, auch wenn man nur mal so ein bisschen mal drüber guckt oder ein bisschen Basisinformationen. Also das sollte auf jeden Fall nicht abwertend sein, ne? Und da ist, glaube ich, auch diese Missinformation, dass Gesangsunterricht deine Stimme verstellt oder dir diesen Ausdruck wegnimmt. Und das ist nämlich genau das Gegenteil. Das hat aber ganz viel damit zu tun, bei welchem Dozenten du bist. Und wenn du natürlich als Popsänger bei einem klassischen Dozenten bist, dann macht das natürlich wahrscheinlich wenig Sinn, ne? Der würde dir wahrscheinlich auch diesen Ausdruck so ein bisschen ausarbeiten, weil er dann empfindet, dass das nicht richtig ist. Und deswegen muss man immer ganz genau gucken, dass man dann jemanden aus dem poppigen Bereich nimmt oder aus dem klassischen oder aus dem Rock und so weiter und so fort. Ja, aber ich gucke also ab und zu halt durch den YouTube-Kanal dann die DSDS-Videos und guck mal, was ist gerade aktuell, was passiert halt gerade. Und eins ist immer ohne verändert und das ist der Schnitt bei Deutschland sucht den Superstar. Also der Schnitt ist immer... Also ich finde den manchmal witzig und manchmal ist es natürlich auch teilweise so, wo du denkst, oh, das war jetzt ganz schön hart, auch für den Kandidaten. Wenn ich mir eine Show aussuchen könnte, in der ich gerne sitzen wollen würde, dann würde ich selber sagen DSDS.
viele meiner Subscribers sagen The Voice Kids und Germany, ne? Aber ich glaube, bei DSDS ist einfach mehr los. Also ich glaube, ich hätte dann einfach Lust, irgendwie so ein Trio zu sein, wo einfach mehr Spaß ist und die Leute auch, ne, irgendwie was ein bisschen Gesang passiert. Und ich glaube, dass The Voice Germany, obwohl wir hier sehr viele Schüler hatten, die bei The Voice Kids waren und jetzt letztes Jahr The Voice Germany, Lilo Bayer war bei The Voice Germany, The Voice Germany Kids. Und ich glaube, dass das doch sehr seriös ist, ne? Und ich hätte dann doch mehr Lust auf Spaß. Also ich glaube, man muss halt bald miteinander verbinden. Das heißt, falls das jetzt irgendein Redakteur sieht, ja, bitte ruft mich an, ich komme rüber. Total Lust drauf. Yay! Ich hoffe, das Video hat euch super gut gefallen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dieses Video teilt, wenn ihr das abonniert, den Kanal abonniert. Ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern, meinem Leben hier in Singapur. Dort gebe ich auch Tipps und Tricks rund um Thema Stimme. Lasst euch auch teilhaben an meinem kuriosen Leben. Und ja, ich würde mich freuen, euch auch da zu sehen. Und schaut doch mal jetzt rein in die anderen DSDS-Videos. Und ich drücke euch und liebe Grüße aus Asien.